Die ukrainischen Truppen, die haben eigenen Angaben zufolge bei Bachmut Geländegewinne erzielt. Im Vergleich zum Vortag seien die Streitkräfte 600 bis 1000 Meter in der Nähe der Stadt vorgerückt. Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht mit von Schiffen im Schwarzen Meer abgeschossenen Marschflugkörpern angegriffen worden. In der Stadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Der ukrainische Staatschef Selenskyj beklagte in einer Videonachricht die Lage rund um das von Russen kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja. Er informierte auch über eine Reihe von Gesprächen, die er mit ausländischen Politikern, darunter US-Präsident Joe Biden, geführt habe. Diese Männer sorgten in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen, und zwar weltweit. Gebürtige Russen im Kampf gegen Russland auf Seiten der Ukraine. Sie waren in ihr Heimatland einmarschiert, nahmen Gefangene, besetzten Ortschaften in der Region Belgorod, forderten die Russen militärisch auf ihrem eigenen Grund und Boden heraus. Ihr Anführer, Denis Nikitin, lange Zeit in Deutschland wohnhaft, die Behörden werfen ihm beste Verbindungen in die Neonazi-Szene vor, was er bestreitet. Wir erreichen den 39-Jährigen an einem nicht näher genannten Ort im Nordosten der Ukraine. Er berichtet, dass sich sein Freiwilligenbataillon gerade auf neue Angriffe vorbereitet. Jetzt haben wir einen enormen Zufluss von neuen Rekruten. Also das sind russische Staatsbürger, aber die kommen aus Europa, die kommen aus Russland, die kommen aus Drittländern wie Georgien oder Armenien. Also wir müssen die alle trainieren. Ausrüsten und dann bei uns praktisch anarbeiten, damit wir noch mehr präsent sind in russischen Grenzgebieten, damit wir noch krassere Aktionen, sag ich mal, durchführen können. Wie einfach ist es, diese Waffen zu organisieren, auch schwere Waffen? Läuft das über Spendengelder? Wie hat man sich das vorzustellen? Wenn ein Land sich im Krieg befindet, ist es nicht kompliziert, sag ich mal, in diesem Lande sich Waffen zu beschaffen. Munition dafür haben wir von der ukrainischen Seite auch bekommen, weil die benutzen auch selbe Technik. Ja, im Moment haben wir genug Granaten, das ist alles kein Problem. Die nächsten Operationen, sagt der Mann mit dem Kampfnamen White Rex, könnten wieder vom Nordosten der Ukraine aus gestartet werden oder in der momentan umkämpftesten Region des Landes im Südosten als Unterstützung der Gegenoffensive. Ich weiß, dass im Moment ist Saporischschja eine sehr, sehr heiße Stelle, sage ich mal so. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass meine Jungs dort auch etwas Präsenz zeigen, auch etwas Unterstützung den ukrainischen Truppen geben. Nikitin nennt das die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Bald soll er kommen.